Wir haben hier das Sennheiser ClipMic Digital mit dem im Kabel eingebauten Apogee-Wandler. Der sieht in echt ein bisschen kleiner aus als auf den Produktbildern, Kostenpunkt knapp 200 Euro. Dann hier das Rode SmartLav Plus für 70 Euro und als Einvertreter der billigeren Konkurrenz ein Lavalier-Mikrofon von Valimex Pro für 30 Euro. Damit ihr euch besser auf den Ton und den Klangvergleich konzentrieren könnt, gibt es ab jetzt hier Schwarzbild. Am besten beurteilen und vergleichen könnt ihr die Mikros, wenn ihr an dieser Stelle kurz auf Pause drückt und den Kopfhörer eures Vertrauens aufsetzt. Ich stehe hier in einem Studio in einem trockenen Raum für Sprachaufnahmen. Alle Mikros sind klassisch auf Brusthöhe mittig angeklipst und ich spreche nach vorne. Bis hierher kam der Ton von einer professionellen Funkstrecke mit dem MKE24 Lavalier-Mikrofon. Um auch den Vergleich dann mal zu hören, diese Funkstrecke mit diesem Mikrofon kostet so um die 1000 Euro. Und so klingt das Sennheiser ClipMic Digital. Das unterscheidet sich von allen anderen im Anschluss. Es wird nämlich über den Lightning-Anschluss ans iPhone oder iPad angesteckt, hat den Vorteil, dass die Kopfhörerbuchse frei bleibt und während der Aufnahme der Ton über den Kopfhörer kontrolliert werden kann. Die Signalwandlung erfolgt nicht im Smartphone, sondern eben durch diesen im Kabel eingebauten externen Apogee-Wandler. Beim Rode SmartLav Plus, das ihr jetzt hört, wird das Mikrofon in die Kopfhörerbuchse gesteckt und das war's dann auch mit dem Monitoring. Es gibt allerdings einen Adapter von Rode, damit lassen sich dann zwei SmartLavs gleichzeitig parallel aufnehmen und auch noch mit dem Kopfhörer kontrollieren. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Was ich aber versucht habe, ist über Bluetooth einen Kopfhörer zum Laufen zu kriegen. Das funktioniert während der Aufnahme aber nicht. Vom Rode SmartLav Plus geht's jetzt in das günstigste Mikrofon unter den dreien und so klingt das Valimex Pro. Das wird auch am Kopfhörereingang eingesteckt. Vorteil ist dabei natürlich, dass man nicht auf iPad oder iPhone mit Lightning-Stecker angewiesen ist, sondern das Valimex Pro, aber auch das SmartLav können auch an anderen Smartphones oder Aufnahmegeräten teilweise zumindest betrieben werden. Ich stehe jetzt an einer vielbefahrenen Straßenkreuzung. Ihr hört das SmartLav Plus von Rode. Es ist viel los hier, Autos auf mehreren Spuren, im Hintergrund noch ein Springbrunnen, Straßenbahn fährt auch ab und zu vorbei, ein bisschen Wind geht. So klingt das Rode SmartLav Plus draußen unter sehr schwierigen Tonbedingungen. Und das hier ist das Sennheiser ClipMic Digital im direkten Vergleich. Alle drei Mikrofone haben eine Kugelcharakteristik. Bei dem Sennheiser handelt es sich um das Kleinmembran-Mikrofon ME2. Und das hat einen kleinen metallenen Windschutz obendrauf. Das ist das Sennheiser ClipMic Digital. Das Rode SmartLav und das Valimex Pro kommen mit einem Schaumstoff-Windschutz. So klingt jetzt das Valimex Pro draußen an einer Straßenkreuzung bei viel Umgebungslärm. Jetzt spaziere ich durch den Park. Hier ist es etwas ruhiger. Ihr hört weiterhin das Valimex Pro. Hier beim Spaziergang durch den Park, das ist das Valimex Pro. Im Vergleich dazu das Rode SmartLav Plus. Hier ist es jetzt schön ruhig, Sonne scheint und die Vögel zwitschern ein wenig. Das ist das Rode SmartLav Plus im Park. Und das hier ist jetzt wieder das Sennheiser ClipMic Digital. Beim Spaziergang durch den Park und bei ungefähr 30 Grad im Schatten mit ein bisschen Wind. So klingt das Sennheiser ClipMic Digital. Und jetzt bin ich in einem Foyer mit Nebengeräuschen im Hintergrund. Das ist immer noch das Sennheiser ClipMic Digital. Das hat eine Kabellänge von 160 cm und das reicht zum Beispiel, um eine Person mit dem iPhone zu filmen, in einer nahen Einstellung, also vom Kopf bis zur Brust, und den Ton dann direkt über das Ansteckmikro in besserer Qualität als durch das Handymikro aufzuzeichnen. Das ist das Rode SmartLav Plus, das ihr jetzt hört. Das hat eine Kabellänge von 120 cm. Da geht das gerade auch noch, aber es ist merklich knapper. Das Mikrokabel unter dem Hemd wegführen, damit es nicht im Bild ist, ist damit dann schon schwieriger. Aber so klingt es, das Rode SmartLav Plus hier im Foyer. Das Valimex Pro hier auch nochmal zum Vergleich. Das hat auch eine Kabellänge von 120 cm. Das ist das Valimex Pro.
Ich bin jetzt wieder im trockenen Sprecherraum. Das ist das alte Rode SmartLav ohne Plus. Das gibt es eigentlich nicht mehr zu kaufen, aber vielleicht habt ihr das ja schon und würdet gerne wissen, wie groß der Unterschied zum neueren SmartLav Plus ist. Deshalb hier einmal kurz der direkte Vergleich. Das ist das alte SmartLav und hier das SmartLav Plus. Optisch hat sich da nicht viel verändert, nur der Klinkenstecker ist jetzt nicht mehr schwarz, sondern grau. Technisch wurde aber einiges verbessert, was sich in dem besseren Klang widerspiegelt. Und vom SmartLav Plus geht es jetzt gleich nochmal ins Sennheiser ClipMic Digital. Das Sennheiser ClipMic Digital gibt es auch noch mit einem besseren Mikrofon und noch sicher ein paar anderen besseren Bauteilen als Sennheiser MKE 2 Digital. Auch mit einem Apogee-Wandler im Kabel, auch mit Lightning-Anschluss. Das Ganze kostet dann aber 500 Euro, was mir persönlich ein bisschen zu viel ist für ein Mikrofon, was man nur mit dem Smartphone oder Tablet nutzen kann, auch wenn es noch besser klingen sollte. Das war eher der große Vergleich Valimax Pro gegen Rode SmartLav Plus gegen Sennheiser ClipMic Digital. Noch mehr zum Test und alle Links zu den Produkten gibt es im Blogpost unter vj-coach.de.